So, Achtung bitte. So, liebe Freunde des gruseligen Spaßes, keine Ahnung, willkommen zurück zu Craven Manor. Im letzten Part waren wir im Weinkeller und da war es ziemlich gruselig schon. Und dieses Mal müssen wir ins Schlafzimmer. Ja. Alles klar, ich hoffe, diesmal funktioniert meine Facecam-Aufnahme. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber wir werden sehen. Wenn nicht, dann ist es halt ohne Facecam. Das fände ich dann aber sehr traurig. Naja, jetzt mal gucken, ne? Ja, das Aufnahmeprogramm, das mag mich nicht so, weil... Oh, was? Es scheint, als hätte jemand mit seinen Fingern an dieser Wand gekratzt, bis sie bluteten. Ja. Ist auch wahrscheinlich so. Was mag hier nur vorgefallen sein? Interessant. So, was ist hier? Hier, das ist nichts. Auf jeden Fall, hier geht's zum Schlafzimmer. Das hier. Das hat sich ja schon... Oh nein, da ist wieder unser Freund. Ja, ist klar, ne? Ach. Ja gut, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Die Tür geht zu, oder? Oh, ist das? Ich werde doch da jetzt nicht reingehen, bist du behindert? Oh, da ist noch eine Tür. Das war so klar. Was? Okay. Scheiß Funzel. So, was haben wir hier noch? Nischt. Doch, Tatortfotografie. Beschriftet mit Jacqueline Craven, 408.01. Dieses Schwarz-Weiß-Foto zeigt einen zergliederten weiblichen Körper. Lecker. Super. Da haben wir noch was. Wow. Was geht jetzt? Ja, okay, es stürmt draußen. So, was haben wir hier noch? Aha. In diesem Buch sind viele Darstellungen und Skizzen menschlicher Zähne. What the fuck? Hier scheint, glaube ich, ein verrückter Doktor am Werke gewesen zu sein. Gut, dann machen wir hier mal auf. Da war unser Freundchen drin. Unsere hässliche Bronze-Scheiße da. Jetzt fährt die Tür bestimmt ins Schloss. Nicht mal. Naja, dann. So, was ist das jetzt hier? Das ist... Ach ja, das Schlafzimmer, natürlich. Okay, was liegt denn hier Tolles? Was ist das? Tatortfotografie wieder mal. Mit George Craven 2. Dieses Schwarz-Weiß-Foto zeigt einen männlichen Körper auf seinen Knien. Nach vorn übergebeugt. Sein Kopf ist in einen Bottich mit geschmolzener Bronze getaucht. Alter! Das geht doch nicht. Was ging hier vor, Alter? Was war das? Was haben wir hier noch? Ein Artikel, der die sichtbare Abnahme heimatloser und Bedürftiger in Doubtful Pass, West Virginia, beschreibt. Ein Polizeichef heimst die Lorbeeren für die Säuberung der Stadt ein. Hm. Was haben wir? Was? Seltsame Kugel. Die Drahtkugel fühlt sich fast so an, als ob sie schwach elektrisch geladen wäre. Verstörend. Oh! Mini-Bronze-Puppen. Okay. Die Tür ist weg. Da ist Blut. Okay. Da wird wieder unser Kollege sein. Notizen von William Craven. Obwohl Vaters Schläge mir hart zusetzen, hasste ich die unaufhörlichen Lügen meiner Mutter am meisten. Sie beide sterben zu sehen, war eine Erleuchtung. Es liegt eine Schönheit im Tode, die ich nie vergessen habe. Der war doch krank, der Typ. Oh! Na 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 na. Okay, dann machen wir das Ding hier auf. Fotografien. Ein Haufen dunkler, verschwommener Fotos!
Ich sehe dein hässliches Knie. Ja, verschwinde. Ein hässlicher Foto sechs nackten Männern und Frauen, die mit Streifen roter Farbe geschmückt sind. Sie tanzen um eine Glaskugel herum. Der Schauplatz scheint das obere Stockwerk einer Bibliothek zu sein. Okay. Alter Scheiß, Waffe-Walter. Wow, 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 wow. Da ist eine kleine Bronzefigur umgefallen, nicht wahr? Gell, Svenska? Ja, das haben wir alles schon. Na gut. Dann gehen wir ja mal wieder raus. What the f... Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Mach die Scheiße von Zahn, du Arschloch! See you! You brass a motherfucker, du. Alter, don't touch my ass, you asshole. Pädophile. Wow, 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 don't touch me, Alter. Jetzt hier, was ist denn das? Ach, scheiße, Mann, was... Greif mir nicht in meinen Schritt, du Sack, du hässlicher du. Eh oder so. Oh, leck mich doch am Finger. Okay, ich muss ihn. Wow, wow, wow. Oh, du Sack, du dreckiger, du Homo. Du mach die Funzel an jetzt, du Sack. Du hast doch eine Sackbehaarung. Scheiße. Oh Gott. Letzter Speicherscheiß, der hat doch gar nicht gespeichert. Drücke R oder die rechte Maustaste, um einen Weg, den der Hand ein. Ah! Scheiße! Och nö, ne? Ja, sag mal! Jetzt beginnt der ganze Spaß wieder von vorne. Kann das Ding eigentlich speichern, sag mal? Kann man hier überhaupt speichern? Schwierigkeitsgrad normal? Ich hab doch auf Albtraum gestellt, du Penis. Ja, und speichern kann man hier nicht, oder was? Aha, jetzt hat meine Funzel Batterie, so wie es aussieht. Ja, boah, Alter, nee, alles wieder von vorne. Ja, und was ist jetzt das mit der Batterie da oben? Wieso geht die jetzt schon leer? Ach so. Ach, die muss ich dann wieder auffüllen. Ja, das ist natürlich albtraumhaft. Das ist doch scheiße, Alter. Alles von vorn. Oh, Mann. Wie speichert denn das Spiel? Das speichert nicht. Okay, da muss ich irgendwas finden. Auf jeden Fall, ich höre jetzt hier auf. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ne? Haut rein, euer GameTrix.